So, da wären wir wieder. Wie ihr sehen könnt, bin ich schon runtergegangen, da ich das Beschwören von diesem Wassergeist und den Dialog nicht unbedingt euch antun wollte. Das heißt, wir können uns jetzt da weiter umgucken, obwohl da keine direkte Verbindung hierher war. Die war, soweit ich das sehen konnte, nur da ganz oben, was schon ein bisschen komisch ist. Und warum liegt der im Gegenstand auf einer Druckplatte? Oder was sind die gelben Kästchen gewesen auf einer Truhe? Da gucken wir dann gleich mal hin. Aber erst das kleine Stück hier abdecken, damit wir nicht später wieder zurücklaufen müssen. So, also hier rein und dann auf beiden Seiten waren wir noch nicht. Geht sogar durch. Was zur Hölle? Achso, das ist wieder so eine tragbare Kiste. Ich dachte schon, warum ist die Kiste geschrumpft? Und da ist nichts drin. Auch eine Art, das Inventar zuzumüllen. Einfach ganz viele Kisten reinpacken. Na gut. Also, hier waren magische Gegenstände drin. Hier waren Questgegenstände drin. Hier waren Waffen drin. Da ist gar nichts drin. Gut, hätten wir das auch geklärt. Oh, was sehe ich da gerade? Wir haben bald wieder ein Level Up. Schöne Sache. So, und jetzt hier hoch und da rechts rum. Ist hier auch eine Minikiste? Nee, nur Seetang. Seetang ist doof. Antigift ist schon mal schön. Dann können wir auch den Seetang bekämpfen. Natürlich noch schöner wäre, wenn wir ihn töten, bevor wir vergiftet werden. Ja, sauber. Lachender Totenschädel, donnernder Macht. Den haben wir doch schon. Ein blitzengeformter riesiger Totenschädel. Ja, den haben wir schon. Na gut, der ist wohl für den Fall da platziert worden, dass man ihn in der Burg übersehen hat. Oder wo hatten wir den her? Na gut, also raus, links rum und dann da kurz gucken. Also links rum. Raus, links rum bis zur Ecke des Dungeons, dann wieder links und auf der ersten Seite links. Ganz viel links. So, die ist leer. Oh, okay, zwei Sackgassen. Mana-Trank ist immer gut. Eine andere wird bestimmt eine Kiste sein. Ja, eine Kiste mit Seetang davor. Stirb, 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 ganz schnell. Ein goldenes Fleischsymbol, die sind immer schön. Volle Heilung kann man nicht unterschätzen. Sollte man nicht unterschätzen. Davon haben wir jetzt auch schon vier oder fünf Stück. Auch wenn man die nicht wirklich schnell einsetzen kann. Also im Kampf, wie jetzt die Heiltränke zum Beispiel. Und wenn man eh irgendwo hinlaufen muss, dann kann man auch in der Zwischenzeit durch Pausieren regenerieren. Auch wenn ich das nicht ganz so schön finde. Also wenn ich gerade mal so richtig im Spielfluss bin, dann werde ich die auch zwischendurch verbraten. Damit ich halt nicht über. Damit ich halt nicht immer pausieren muss. So. Genau, hier war da ein Gegenstand in oder auf der Kiste. Oh. Wir haben die Kiste gar nicht aufgemacht. Na gut, das ist komisch. Also, wir können jetzt darum oder da weiterschauen. Schauen wir erstmal kurz da weiter. Und dann auch hintenrum zu dem anderen Bereich. Da. Weil wenn wir das gemacht haben, dann haben wir den ganzen äußeren Bereich abgedeckt, wenn ich das richtig sehe. Und das Einzige, was bleibt, ist halt hier drin. Was auch immer dann da ist. Denn wir wollen ja eigentlich nur zu dem Schiff. Und da hätte ich schon gedacht, dass es auf der anderen Seite ist. Also wir kamen hier unten rechts rein. Ich habe mir gedacht, okay, wir müssen durch irgendein Labyrinth und kommen dann auf der anderen Seite wieder raus. Aber wenn der Hochgang in der Mitte wäre, finde ich das ein komisches Design. Aber naja. Und auch, dass die Herren der See so lieblos einfach in die Ecke platziert wurde. Also an den Rand von der Karte. Normalerweise sind wichtige Charaktere ja so zentral positioniert halt. Weil eine Königin der See braucht ja einen richtigen Thronsaal und Bedienstete und was weiß ich. So, Mana brauchen wir nicht. Kisten brauchen wir immer. Heiltränke auch.
So, jetzt kommt wieder eine Linksorgie. Mein Vater wird sich freuen. Oh, was ist denn hier? Mit mein Vater wird sich freuen, meine ich eigentlich nur früher in der Antifa. Da ist ein Teleporter. Oh, ist ja komisch. Wir kommen ja nirgendwo durch, es flackert auch nichts. Vielleicht sollten wir mal die Teleporter ausprobieren. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass wenn man in den jetzt aber reingeht, man zu dem kommt, wenn man in dem reingeht, man zu dem kommt, um so schneller hier im Kreis rumzukommen. Aber vielleicht führt einer von denen ja auch da in den Norden. Entweder das oder in der Mitte ist ein. Da ging es auch weiter. Achso, da ging es raus. Ja, raus wollen wir nicht. Oder in der Mitte ist halt ein Teleporter. Das heißt, wir kämpfen uns jetzt durch diese ganze Steinlawine da in der Mitte durch, finden einen Teleporter und werden dann dahin teleportiert. Und da ist irgendwo der Ausgang. Dann hätte ich doch recht behalten. Weil dann wäre der Ausgang wieder direkt an der Zonengrenze gewesen. Zusammen an der Kartengrenze. So, stirb, stirb, stirb. Wir sind eh schon vergiftet, das ist egal. Okay, es sind überall Kisten, aber es sind teilweise immer nur ein, zwei Kleinigkeiten drin. Aber ich will nicht meckern. So, wir haben noch nicht alles hier abgedeckt. Da oben war noch ein Witzel. Ich habe gerade eine Druckplatte gehört, die man aber nicht sehen kann. Na gut. Gegengift, gut, gut. Hoffentlich kommen wir hier auch wieder raus. Ja, geht einfach wieder auf. Wie eine stinknormale Druckplatte, nur dass man sie halt nicht sieht. Was ein wenig irritierend ist. Das gleiche hier nochmal. Noch eine Perle. Ich würde echt gerne wissen, wozu die da sind. Also wenn es Händler gibt, klar, dann kann man sie verkaufen. Aber wenn nicht. Okay. Nachdem hier sollten wir kurz heilen. So. Gucken, wie viel das jetzt bringt, wo wir das aufgestuft haben. Ein bisschen mehr, aber es ist echt schwer einzuschätzen. Trank der erhöhten magischen Macht. Dauerhaft 10d10. Da speichern wir doch mal ganz kurz ab. Das heißt, wir haben 1 bis 100. Wenn es unter 50 ist, trinke ich neu. 48. Nee, komm, wegen 3 Punkten. So nötig haben wir es dann doch nicht. Und 48 Punkte machen eine Menge aus. So. Das heißt, wir können uns jetzt noch mehr heilen. Juhu. Nein, das ist ja wirklich gut. Frage ist nur, ob auch sich die Magie-Regenerationsrate dadurch erhöht. Weil wenn nicht, verlängert das eigentlich nur meine Pause. Gegenschlag? Was ist denn Gegenschlag? 1d6 Schaden. Kehrt in die Hand des Werfers zurück. Oh, das ist doch mal schick. Oh, wir sind überladen. 1, 2, 3, 4, 5 Steine haben wir. Der kann weg. Ist echt praktisch, wenn man Gegner ein bisschen weichklopfen müssen. Dafür dann halt kein Schild. Oh, oder die Mauern kaputt machen. Wenn wir denn mal eine Chance haben, ein bisschen Distanz von denen zu haben. Denn es müssen wir darum. Boah. Ob ich mir das merken kann. Ja, wahrscheinlich nicht. Also ja. Wenn wir dann mal Distanz zu den Mauern aufbauen können. Denn meistens waren die ja direkt um eine Ecke. Und da hat man nicht wirklich viel Chance, irgendwas zu machen, bevor die anderen rankommen. Also einschlagen können. Weil um die Ecke werfen geht leider nicht. Obwohl, Flächenzauber. Wir haben eigentlich nur Zauber, die auf dem Boden bleiben und dann dauerhaft Schaden machen. Aber so einen richtigen Flächenzauber, der über mehrere Felder geht, haben wir, glaube ich, gar nicht. Wo laufe ich überhaupt hin? Wir müssen da bis um die Ecke und dann gleich wieder rechts. Und zwischendurch das Heilen nicht vergessen. Und wir können auch gleich mal so einen Gegengifttrank trinken. Wir haben jetzt inzwischen noch
Wenn ich die Karte vorhin richtig gedeutet habe, wo die Monster angezeigt wurden, dann werden wir auch primär jetzt noch auf Krabbenmenschen treffen. So, wir müssen ganz durch an ihr vorbei, ohne zu sprechen, ohne zu blinzeln, ohne zu flirten. Einfach dran vorbei. Aber ja, in der Mitte war so ein riesiger Wulst aus Kreaturen und ich denke nicht, dass da so viele Mauern sein werden wie hier. So ein eher offener Bereich, wie bei den drei rollenden Steinen. Und ich bin falsch gelaufen. Wir hätten da oben reingemusst. Ah. Naja, es wäre kein Labyrinth, wenn man sich nicht verlaufen würde. Ne? Obwohl, was mir gerade so einfällt, das ist das einzige Labyrinth, das keinen kitschigen Minotaurus hat. Also bei den alten Spielen. Außer sind hier Spiele, wo das ganze Spiel ein Labyrinth ist, wie Dungeon Master, aber ja. Sonst, wenn irgendwo ein Labyrinth auftauchte, war auch immer ein Minotaurus oder irgendein anderes Monster, das da drin gehaust hat. So, sind wir jetzt überhaupt richtig? Ja, wir müssen darum. Dann können wir uns gleich aufsuchen, ob wir zu den Steinen wollen oder den ruhigeren Bereich. Ich bin ja fast in Versuchung, zu den Steinen zu gehen, weil da haben wir die ganzen Magietränke letztes Mal gefunden. Warten wir, bis einer vorbeirollt. Und folgen den dann einfach. Nur nicht zu weit, sonst knallt er gleich gegen eine Wand und zu uns zurück. Obwohl, wir können versuchen, die auszutricksen. Wer ist schlauer, Spieler oder Stein? Der hier müsste nämlich zuerst kommen, da können wir uns hinter den anderen setzen. Und so mehr aufdecken. Wo bleibt ihr? Okay. Oder wir können den ganzen Rhythmus da durcheinander bringen, dass wir uns einfach in den Weg stellen. Und hier sind keine Kräuter. Oh, keine Kräuter auf dem Boden. Schade. Also so viel zu meiner Theorie, dass die Steine hier irgendwie den Boden aufwühlen und dadurch die ganzen Magietränke hier rumlagen. Oh. Jungs. Ganz ruhig. Genau, klappe mit den Scheren und geh weg. Oh, ich dachte, da wären gerade zwei auf einem Feld. Das wäre garstig gewesen. Holen wir es doch mal so. Ah, da hat uns ein Ninja-Stein erwischt. Oh, das geht ja richtig schnell. Dadurch, dass der immer wieder zurück zur Hand kommt, können wir es quasi spammen. Komm mal her, hier war doch irgendwo ein zweiter. Wo bist du hin? Ich will was an dir testen. Das tut doch gar nicht... weh? Da wollen wir erstmal nicht hin. Genau du. Nee, nicht im Nahkampf. So. Näher kommt, desto schneller können wir... Nee. Im Nahkampf geht er dann auch gleich wieder in den Nahkampf über. Nee, es war wohl nur ein glücklicher Treffer vorhin, dass das so schnell ging. Oh, jetzt kann er nicht zurückkommen? Oh, okay. So, dich behalten wir aber mal hier im Hauptinventar für den Fall, dass wir Fernkampfwaffen brauchen. Heiltrank ist gut. Und jetzt schauen wir uns mal Dichter an. Gaben von den Reichen, Hilfe für die Armen. Die Schranken werden weichen, denn du hast Erbarmen. Ja, das Rätsel ist nicht schwer. Da brauchen wir Geld. Also Geld oder Perlen. Ich versuche erstmal Perlen. Ja. Ja, Perlen macht mehr Sinn, denn es wird wahrscheinlich hier unten eine Währung sein. Genauso wie Münzen an der Oberfläche eine Währung sind. Weil an der Oberfläche halt mehr Metall ist. Und unter Wasser Metall abbauen, stelle ich mir ein wenig kompliziert vor. Gut, dass wir so viele davon haben. Ja, es kann gut sein, dass wir jede einzelne Perle hier in den Dungeon finden müssen, um in den innersten Bereich zu kommen. Würde Sinn machen. Denn es verzögert mal wieder den Spielfluss. Also die Spielzeit wollte ich eigentlich sagen. Gucken, ob unsere Perlen reichen. Denn wir haben ja eigentlich fast alles abgedeckt. Außer den anderen freien Bereich. Also das da unten. Letzte Perle. Das ist nicht gut. Ja, so viel dazu. Hat sich irgendwo noch eine Perle versteckt? Ja, hier sind überall noch Heiltränke, die sich versteckt haben. Nee, keine Perle mehr. Dann prüfen wir mal eine Münze aus.
Das ist hier nicht richtig. Nö, das ist hier ganz schön doof. Na gut, dann müssen wir jetzt den Weg zurückgehen. Und das letzte Fitzelchen vom Dungeon erforschen, in der Hoffnung, dass da dann irgendwo eine Perle ist. Außer, es ist mal wieder so eine Stelle, wo man erst später zurückkehren soll. Genau wie die Vertiefung, die Runde in der Burg und der Gargoyle im Turm. Und die andere Vertiefung in der unterirdischen Stadt. Würde Sinn machen, dass hier auch wieder so ein Bereich ist, wo man erst später hinkommt. Wenn man dann irgendwo im Enddungeon eine Perle gefunden hat, die letzte Perle nämlich, und dann kann man hier wieder von vorne anfangen. So, komm her. Oh, wir sollten uns gleich mal wieder heilen. So. Aber da ist echt nicht mehr viel gewesen, was man hätte erforschen können. Und noch einmal rum wahrscheinlich.